Also ich denke, keiner hat jetzt mehr auf die Tabelle geguckt oder sich irgendwie Hoffnungen ausgerechnet. Wir sind zwar motiviert ins Spiel gegangen, aber wie uns diese ganze Saison begleitet, vor dem Spiel 84 Gegentore, jetzt mittlerweile sind wir bei 88. Ja gut, wenn du nach 11 Minuten 2-0 zurückliegst, nervt's. Dann kommen wir halt wieder zurück. Ich denke, wir machen für unsere Verhältnisse dann bis zur Halbzeit ein vernünftiges Spiel noch nach dem Anschlusstreffer. Zweite Halbzeit sind wir auch wieder dran und wieder durch einen individuellen Fehler passiert das 3-1 und dann war diesmal der Zahn gezogen. Trotzdem hatte man nach dem 2-1 irgendwie das Gefühl, es geht irgendwie noch was, aber dann irgendwie wieder mal Genickschlag bekommen, wie wahrscheinlich schon so oft. Ja, ne, ist halt wie die ganze Saison schon, individuelle Fehler reißen uns halt permanent irgendwie den Zahn oder so. Ja, es ist schwierig, aber gut, jetzt müssen wir halt eine vernünftige Truppe auf die Beine bringen, dass wir sofort wieder aufsteigen, weil ich denke, auf Dauer gesehen, ja, also wenn du nicht das erste Jahr aufsteigst, wird es schwierig, dann die nächsten Jahre aufzusteigen. Wie sieht es in Ihnen drin aus? Sehr traurig oder war das letzte Woche schon eigentlich, wo der Zahn gezogen war? Ja, gut, wenn man die Ergebnisse sieht, hätte uns wahrscheinlich letzte Woche auch kein Sieg weitergeholfen. Die Spiele haben wir in der Hinrunde verloren, also die entscheidenden Spiele. Und jetzt auch in der Rückrunde gegen Lichtenberg oder gegen Chemie und so, wo du eigentlich die bessere Mannschaft warst. Ja gut, aber es zieht sich halt wie ein roter Faden durch. Und am Ende muss man halt sagen, sind wir verdient abgestiegen. Und ja, ist halt nicht zu ändern.